Hallo und herzlich willkommen zu unseren Gameswelt News. Mein Name ist Felix Rick. Heute erzähle ich euch ein bisschen was zu Destiny 2. Da wurde dem Entwickler auf die Finger gehauen. Da gibt es einen kleinen Skandal. Dann hat Kingdom Come Deliverance einen sehr kreativen Weg, wie man dem Schnellspeichern entgegentritt. Außerdem könnt ihr bald Sea of Thieves wieder spielen. Ihr müsst euch dafür allerdings bei einem Programm registrieren. Und Lootboxen und kein Ende. Jetzt hat sich auch ein französischer Senator dagegen ausgesprochen. Bei Destiny 2 gibt es zurzeit einen kleinen Skandal. Da haben nämlich Spieler herausgefunden, dass sie über manche Aktivitäten auf einmal weniger XP kriegen, obwohl ihnen angezeigt wird, dass sie die volle Anzahl XP kriegen. Das sind besonders Aktivitäten, die man grinden kann, also wo man innerhalb kürzerer Zeit relativ schnell diese Aktivitäten immer und immer wieder macht, miteinander verknüpft, um dann eben viele XP-Punkte zu grinden. Da ist herausgefunden, dass dann die XP-Punktezahl runterskaliert wird und man nicht mehr so viel bekommt. Das hat Bungie nicht kommuniziert. Spieler haben es herausgefunden und Bungie hat dann auch reagiert und hat gesagt so, oh, das tut uns leid, ne? Ihr habt uns erwischt, dass wir euch da in dem Sinne belügen. Deswegen, ja, haben wir das jetzt wieder geändert, ne? Finde ich auf jeden Fall gut, dass es den Leuten auffällt, denn diese Sachen drücken einen natürlich dann immer mehr dazu, dass man vielleicht Geld für Lootboxen ausgibt. Kingdom Come Deliverance wird ja ein Rollenspiel, das so komplett ohne Fantasy-Elemente auskommt. Da gibt es keine Drachen und keine Orks, das soll ein realistischerer Ansatz sein. Das Spiel kommt am 12. Februar raus und es will das dem Spieler nicht zu leicht machen. Man hat sich da etwas einfallen lassen für alle die Leute, die sehr, sehr gern sehr viel Quick-Saven, also schnell speichern. Jedes Mal, wenn ihr schnell speichert bei Kingdom Come Deliverance, nimmt der Charakter einen Schluck aus seinem kleinen Flachmann. Und wenn man dann eben zu schnell speichert, ist man im Spiel irgendwann betrunken. Finde ich ganz witzig, ne? Denn sonst wird das so eine Schnellspeicherorgie. So kann man dem ein bisschen vorbeugen, weil man dann so einen kleinen Malus-Effekt hat. Finde ich gut. Ihr wollt an einer Sea of Thieves Alpha-Phase teilnehmen, also quasi an einer Vorab-Version des Spiels, um diese schon mal so ein bisschen zocken zu können, komplett kostenlos und dann vielleicht auch technisches Feedback geben. Nun, kein Problem, dafür müsst ihr euch einfach beim Insider-Programm registrieren. Bis zum 1. Dezember habt ihr Zeit dafür und ihr müsst über 18 Jahre alt sein und ein Xbox Live-Konto besitzen und dann seid ihr vielleicht einer der Glücklichen, der dann eben Sea of Thieves schon mal vorab zocken kann, soll ja erst im nächsten Jahr erscheinen. Lootboxen und kein Ende. Nachdem sich Belgien und auch Hawaii so ein bisschen dagegen ausgesprochen haben, hat jetzt ein französischer Senator namens Jérôme Durin nachgezogen. Er hat in einem offenen Brief an die französische Glücksspielorganisation quasi appelliert und gesagt, hier Lootboxen, das ist etwas, das durchaus Glücksspielcharakter hat. Das sollte man vielleicht sich mal genauer anschauen und eventuell auch kontrollieren und regulieren. Finde ich persönlich gut, denn wie gesagt, diese ganzen Maschen und so, den Spieler dazu bewegen, Geld auszugeben in einem Spiel, für das er schon gezahlt hat, finde ich auch so ein bisschen link. Und ja, gerade für Leute, die vielleicht eher suchtgefährdet sind, ist das keine schöne Sache. Das waren die Nachrichten von heute. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns natürlich morgen wieder. Macht's gut, tschüss und adieu.